die Werbung, die Werbeindustrie, die Gesellschaft, alles um uns herum, das Fernsehen, das Radio, suggeriert uns, wir müssen von außen irgendwas bekommen, um uns selbst aufzufüllen, um uns selbst vollständig zu fühlen. Aber das ist ein sehr großer Trugschluss, denn was uns wirklich glücklich macht, ist nicht das, was wir von außen bekommen, ob es nun materielle Dinge sind, wie irgendwie einen neuen Computer oder ein neues Handy oder irgendwelche Schminksachen oder tolle Lippenstifte oder irgendwelche anderen materiellen Dinge, oder ob es nun Liebe und Anerkennung ist. Was uns wirklich erfüllt, ist das, was wir geben können. Aber wir leben in dem Trugschluss, dass es nicht möglich ist zu geben, weil wir uns selbst ja leer fühlen, weil wir denken, wir müssten erst etwas bekommen. Das heißt, da wir auf der Verstandesebene leben, auf der Oberfläche und keine Verbindung zu unserem Tiefen, zu unserer Tiefe haben, denken wir, wir bräuchten erst Dinge, die uns auffüllen, bevor wir geben können. Wir suchen aber an der falschen Stelle. Wir können sehr viel geben, wenn wir erkennen, dass wir bereits vollständig sind und dass wir materielle Dinge überhaupt nicht brauchen, dass wir, wenn überhaupt, an der Oberfläche mit diesen materiellen Dingen spielerisch umgehen können, aber davon nicht unser Wert und unsere Identifikation abhängt. Und wenn wir das erkannt haben, dann erkennen wir auch automatisch im gleichen Zuge sozusagen, dass wir geben können. Und dass wir ohne geben können, ohne Angst zu haben, irgendetwas nicht zurückzubekommen. Denn wenn wir denn mal geben und noch in dieser oberflächlichen Ebene gefangen sind, dann wollen wir im Gegenzug immer etwas bekommen. Das heißt, ich habe dir doch das gegeben, warum gibst du mir das nicht zurück? Das ist wieder ein Trugschluss. Das ist genauso schlimm, wie wenn man sich gar nicht erst traut zu geben. Weil das dann an Bedingungen geknüpft ist. Man erwartet also etwas. Wenn aber man sich selbst vollständig fühlt, will man nichts zurückbekommen, dann kann man einfach geben. Aber die Leute denken dann, was habe ich denn zu geben? Erstmal ist es wichtig, zur tiefen Dimension in sich selbst Verbindung aufzunehmen. Zu erkennen, dass alles, was der Verstand dir sagt, oftmals mit einem Lächeln zu betrachten ist und der Verstand sollte nicht so ernst genommen werden. Das heißt, die Identifikation mit dem Verstand wird gecuttet, also wird quasi getrennt. Und du siehst den Verstand als ein kleines Werkzeug, was so eine kleine Zwangszuckung hat. Wie deine Hand, die auch ein Werkzeug ist. Und stell dir mal vor, deine Hand hätte so eine kleine Muskelzuckung, die würde immer so machen. Genauso ist der Verstand. Der Verstand ist ein Werkzeug, was aber ein bisschen krankhaft ist. Aufgrund unserer Gesellschaft hat sich da so ein kleiner Tick entwickelt. Und dieser Tick heißt, dass er immer denkt, dass der Gedankenstrom nicht wirklich abreißt. Und wenn wir es noch nicht schaffen, Zustände zu erreichen, wo der Gedankenstrom abreißt und man gar nichts denkt, was man übrigens durch Atmen, auf die Stille lauschen erreichen kann, dann kann man zumindest den Verstand beobachten und ihn belächeln und erkennen, dass der Verstand nicht man selbst ist. So wie wenn man die Hand anguckt und sie zuckt und man denkt, ach, die Hand, da zuckt sie wieder, ach, ja, ist halt so. Aber die Hand, wie gesagt, ich tue nicht das Zucken sehen und dann nicht deswegen schlecht fühlen und meinen Selbstwert daraus bestimmen. Aber das machen wir mit dem Verstand. Also wir denken, ich bin da drin, das ist alles, was ich bin, da oben, die Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt. Und wenn man diese Kopplung löst, egal ob es durch No Mind oder nur durch Erkennen und Beobachten und Belächeln des Verstandes ist, also man kann ruhig weiter denken, aber wenn man den Verstand belächelt und sich abkoppelt, wird man automatisch nicht mehr so in den Gedanken gefangen sein. Sie werden eher vorbeiziehen, anstatt dass man sich da drin verfängt, sozusagen. Und wenn man das erkennt, dann kann man die Verbindung zur Tiefe erkennen und dann kann man erkennen, dass man geben kann, ohne etwas zurückzuverlangen. Dann kann man aber auch erkennen, dass man gewisse Wahrheiten, die man für sich selbst erkannt hat, gewisse Lebenswege, annehmen kann und diese Lebenswege verfolgen kann, ohne davon abzuweichen. Und wenn andere sagen, ja, was ist denn das für ein komischer Lebensweg, was machst du da? Ich verstehe das nicht.
Darum geht es nicht. Es geht nicht um den Inhalt deines Lebenswegs. Es geht darum, dass du eine tiefe Verbindung zu dir selbst hast und diesen Lebensweg erkannt hast für dich selbst und ihn weiter verfolgst. Es hilft dir selbst, aber es hilft auch anderen, weil die anderen sind vielleicht noch gefangen in ihrem Verstand, wissen nicht genau, werden immer wieder umgeworfen, versuchen wieder aufzustehen. Und wenn dann da jemand ist, der einen Weg hat, eine Vision hat und bei der er bleibt, egal was andere sagen, egal was die Gesellschaft sagt, die Leute erkennen, ah, er bleibt eigentlich immer bei dieser einen Wahrheit, bei dieser einen Quelle, aus der alles entsteht, was er tut, was er sagt. Dann gibst du den anderen Menschen eine Sicherheit, wo sie wissen, dass du dem standhältst und sie können selbst quasi ein bisschen schwanken und merken, dass du trotzdem nicht mitschwankst. Das heißt, sie können ein Stück weit Stabilität von dir nehmen und du gibst ihnen sozusagen die Stabilität und sie fallen nicht mehr so leicht um. Sie nehmen sie ein Beispiel an dir. Das heißt, indem du dein Leben in den Griff bekommst und deine Werte, deine Vision verfolgst und weißt, was für dich wichtig und richtig ist und die Verbindung zu dir hast, zu deinem tiefsten Inneren, indem du das machst und dir hilfst, gibst du auch gleichzeitig den anderen etwas. Aber auf einer viel grundlegenderen Ebene, als wenn du ihnen jetzt Geld gibst oder sowas. Und das strahlst du nicht nur den Leuten, das gibst du nicht nur den Leuten, mit denen du interagierst, die dich kennen, sondern selbst wenn du durch die Fußgängerzone läufst und bewusst bist und mit deinem Innersten verbunden bist, während die anderen Leute gestresst sind und im Kaufrausch und sich befriedigen wollen durch neue Sachen und also komplett in der Schicht gefangen sind, erkennst du diese Schicht in dir an, sie gehört auch zum Leben, aber du hast die tiefe Verbundenheit immer noch. Und das strahlst du aus, die Energie strahlt man aus. Das heißt, selbst wenn jemand in der Fußgängerzone entgegenkommt, und er beachtet dich nicht mal. Diese Energie wird sich mit der Energie aller Menschen verbinden. Und je mehr Menschen versuchen, sich zu öffnen dieser Dimension, desto mehr Energie von dieser Dimension wird in die Welt gestreut und desto mehr ist diese Energie vorhanden und kann aufgenommen werden von anderen Menschen. Das heißt, man gibt also auf elementarster energetischer Ebene, das hört sich ein bisschen esoterisch und spirituell an, aber im Prinzip ist ja alles Energie. Alles sind Moleküle, die frei schwirren. Also, wenn man es mal auf einer physikalischen Ebene betrachtet, gibst du viel, 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 auch ohne dass du wirklich materielle Dinge gibst. Also, nicht nur, dass du dich selbst mit Spiritualität, mit diesem Zugang zur innersten, tiefen Dimension weiterbringst im Leben, du hilfst auch anderen gleichzeitig damit. Und du musst dazu gar nichts sagen. Du musst ihnen gar kein Buch in die Hand drücken, du musst nicht sagen, atme mal, musst du eigentlich gar nicht. Du gibst ihnen das schon allein durch deine Präsenz, dass du im Hier und Jetzt bewusst gegenwärtig mit ihnen interagierst oder einfach nur in einem Raum bist. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.